Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Felix und ich bin einer deiner beiden Coaches für das Arbeitsblatt Kurvenuntersuchungen 2. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Markus und ich bin ebenfalls dein Coach für diesen Videolernzyklus. Wir werden uns dann in einem der nächsten Videos wiedersehen, aber an dieser Stelle darf ich wieder an Felix übergeben. Danke, Markus. Das Arbeitsblatt kannst du übrigens auf unserer Webseite herunterladen und es ist sicher hilfreich, wenn du es während der nächsten Videos dann griffbereit hältst. Für dieses Video brauchst du es jetzt noch nicht. Wir schauen uns jetzt einmal an, worum es auf diesem Arbeitsblatt so alles gehen wird. Schauen wir uns zu Beginn die folgende Situation an. Der dargestellte Funktionsgraph modelliert das Profil eines Hügels. Jetzt kann man sich ein paar Fragen stellen, die quasi auf der Hand liegen. Zum Beispiel, wo ist der tiefste Punkt? Wo ist der höchste Punkt und wo geht es am steilsten bergauf? Die ersten beiden Fragen werden auf dem Arbeitsblatt Kurvenuntersuchungen 1 beantwortet. Auch hierzu gibt es einen Videolernzyklus, auf den dieser hier aufbaut. Ich möchte deshalb, dass du dir jetzt kurz einen Moment Zeit nimmst und über diese ersten beiden Fragen nachdenkst. Wie würdest du sie angehen? Was würde dir dabei helfen? Wenn du dir unsicher bist bei einer der beiden Fragen, dann kann ich dir sehr herzlich empfehlen, einfach noch einmal beim Videolernzyklus davor reinzuschauen. Speziell das Begrüßungsvideo fasst noch einmal alles Wichtigste zusammen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest hier gerne noch ein bisschen was wiederholen. Nimm dir nun ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann geht's weiter. Auf diesem Arbeitsblatt, beziehungsweise in diesem Videolernzyklus, ist eines unserer ganz großen Ziele, dass wir die dritte Frage hier gut beantworten können. Schauen wir uns das auch noch ein bisschen näher an. Und zwar, unser großes Ziel ist, Wendestellen ermitteln zu können. Ich werde jetzt ein bisschen darüber sprechen, was ich damit überhaupt meine. Schauen wir uns hier einmal den Graphen einer Funktion f an. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der Graph von f wäre jetzt eine Straße aus Vogelperspektive, dann erkennen wir, dass wir hier die ganze Zeit eine Linkskurve fahren würden. Hier würden wir irgendwann einmal umlenken auf eine Rechtskurve, dann würden wir hier die ganze Zeit eine Rechtskurve fahren und hier noch einmal umlenken auf eine Linkskurve. Wir können also von so etwas sprechen, das wir Krümmungsverhalten nennen. Also der Graph ist in gewissen Intervallen unterschiedlich gekrümmt und dieses Krümmungsverhalten ändert sich an gewissen Stellen und diese Stellen nennen wir Wendestellen. Hier wären das genau die Stellen x1 und x2. Jetzt ist die Frage, was ist da noch so besonders an diesen Wendestellen? Und da schauen wir uns jetzt einmal an, wenn wir uns jetzt wieder einen Hügel hier vorstellen. Also wenn wir hier bergauf gehen, dann stellen wir fest, dass es hier vorerst einmal immer steiler wird. Es wird immer steiler, immer steiler, immer steiler und hier beginnt der Hügel dann aber wieder abzuflachen. Das bedeutet, genau hier ist die Steigung am allergrößten. Dort hat die Steigung ein lokales Maximum. Und auf der anderen Seite passiert was Ähnliches. Also hier geht es bergab und es geht immer steiler bergab, immer steiler bis zu diesem Punkt hier. Und dann wird es langsam aber sicher doch wieder flacher. Das heißt, hier hat die Steigung, weil es ja bergab geht, ein lokales Minimum. Das bedeutet, Wendestellen haben eben genau damit was zu tun, wo unser Hügel am allersteilsten ist. Und so können wir Wendestellen auch gut ermitteln, denn das bedeutet, bei Wendestellen ist die Steigung extrem. Das heißt, wir interessieren uns für die Extremstellen der ersten Ableitung. Schauen wir uns einmal den Graphen der ersten Ableitung hier dazu an. Der sieht so aus und wir erkennen ganz genau, bei x1 und x2 hat f' eben hier ein lokales Maximum und hier ein lokales Minimum, genau wie wir es erwartet haben. Und jetzt wollen wir diese Extremstellen irgendwie noch gut ermitteln können. Und da können wir uns jetzt dann erinnern, was dafür unsere übliche Strategie ist. Und zwar, wir können jetzt schauen, wo hat der Graph von f' horizontale Tangenten. Das bedeutet, wir interessieren uns für jetzt die erste Ableitung von f', also die nennen wir dann f2', oder eben zweite Ableitung von f und schauen uns an, wo die verschwindet oder eben wo die
Funktionswert 0 annimmt. Schauen wir uns den Graphen von F2', der sieht so aus und wir erkennen, F2' hat genau die Nullstellen bei x1 und x2. Und jetzt sind wir schon sehr weit gekommen und können einmal feststellen oder festhalten, es ist scheinbar notwendig für Wendestellen, dass die zweite Ableitung dort 0 ist. Das heißt, eine gute Strategie zum Wendestellen ermitteln, ganz analog für die Strategie, wie wir Extremstellen ermitteln, ist, dass wir zunächst einmal schauen, wo sind die Nullstellen der zweiten Ableitung. Also wir finden Kandidaten für Wendestellen, indem wir f2' von x 0 setzen. Jetzt bleibt noch immer die Frage, ist das dann wirklich eine Wendestelle oder nicht? Das ist dann noch immer nicht zu 100% klar. Das ist ein ähnliches Dilemma oder eigentlich das gleiche Dilemma, das wir bei Extremstellen schon hatten. Wir müssen jetzt also noch einen Weg finden, sodass wir wirklich auf Wendestellen schließen dürfen. Zweite Ableitung gleich 0 ist zwar wichtig, es ist notwendig, das muss erfüllt sein, es reicht aber noch nicht, um wirklich auf Wendestellen schließen zu können. Da müssen wir noch irgendwas draufpacken. Und zwar, wir müssen noch die Frage beantworten, ändert sich dort wirklich das Krümmungsverhalten? Falls ja, dann liegt dort eine Wendestelle vor. Falls nein, dann liegt dort eben keine Wendestelle vor. Hier haben wir grafisch schon sehr schön gesehen, genau dort ändert sich das Krümmungsverhalten, zunächst hier eben links gekrümmt, dann rechts gekrümmt und dann eben umgekehrt. Und die zweite Ableitung ist an diesen Stellen 0, also ja, passt, ist eine Wendestelle. Rechnerisch könnte man zum Beispiel so vorgehen, wie wir das im vorigen Videolernzyklus mit Extremstellen und der ersten Ableitung gemacht haben. Wir können uns zum Beispiel anschauen, ändert sich an diesen Stellen das Vorzeichen der zweiten Ableitung. Denn wenn sich das Vorzeichen der zweiten Ableitung dort ändert, dann ändert sich dann dort an dieser Stelle das Krümmungsverhalten von f. Und das bedeutet dann, ja, es liegt dort wirklich eine Wendestelle vor. Das liegt daran, dass wir eben mit Hilfe von f2' Aussagen über das Krümmungsverhalten von f machen können. Und zwar können wir sagen, dass wenn f2' von x größer 0 ist in einem Intervall, dass dann gilt, dass der Graph von f in diesem Intervall links gekrümmt ist. Woran liegt das? Schauen wir uns das kurz grafisch noch an. Hier ist f2' echt positiv. Und das bedeutet, dass in diesem Intervall f' streng monoton steigen muss. Das bedeutet, dass in diesem Intervall die Steigung immer größer wird. Und das hat auf den Graphen von f den Effekt, dass der dann so eine Linkskurve machen muss. Steigung wird immer größer. Hier zunächst von sehr starkem Gefälle auf weniger starkes Gefälle und dann eben auf immer größere Steigung. Umgekehrt, wenn die zweite Ableitung in einem Intervall echt kleiner 0 ist, bedeutet das, dass der Graph von f in diesem Intervall rechts gekrümmt ist. Auch das kann man hier sehr schön erkennen, denn zum Beispiel hier wäre f2' negativ. Das bedeutet, dass f' dort streng monoton fällt. Das bedeutet, dass die Steigung immer kleiner wird und das hat auf den Graphen von f die Auswirkung, dass der dann so eine Rechtskurve machen muss. Also wir können mit Hilfe der zweiten Ableitung auch das Krümmungsverhalten sehr gut untersuchen und das hilft uns dann auch bei der Suche nach Wendestellen. Also gut, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick, worum es in diesem Videolernzyklus hauptsächlich gehen wird. Es wird dann auch noch einige Beispiele geben zu Kurvenuntersuchungen im Ganzen. Also da wird dann das Wissen aus dem ersten Videolernzyklus mit dem Wissen aus diesem Videolernzyklus vereint zu längeren und schönen Beispielen. Bis dahin sehen wir uns sicher noch in einigen Videos und ich wünsche uns viel Spaß dabei.